Die Pflanzung wird sich entwickeln. Diese bunte Farbenpracht wird dieses Jahr vielleicht ein wenig kärglicher ausfallen. Es gibt aber dafür ein paar Ausgleichsmöglichkeiten. Wir haben eine große Blumentreppe vor dem neuen Palais mit vielen blühenden Pflanzen in diesem Fall, die dann auch viele Farben bringen werden. Wir haben die Pfauenskulptur in dem Heckengarten auf der Elbseite. Wir haben in dem Kräutergarten eine zusätzliche Installation mit Kräutern und Pflanzen, die ein bisschen indisch angehaucht sind. Naja, da ist schon einiges Neuland für uns da, das ist ganz klar. Wir haben es einfach probiert und immer unter der Maßgabe mal sehen, ob es uns gelingt. Und bisher ist das meiste gelungen. Ein bisschen Probleme haben wir noch beim Reis. Da müssen wir noch einmal Erfahrung sammeln, wie das mit Reis geht. Nächstes Jahr sind wir dann perfekt.